Endspurt im Abstiegskampf der zweiten Liga. Endspurt für den TSV 1860. Am Donnerstag bereiteten sich die Löwen auf das Auswärtsspiel am 32. und somit drittletzten Spieltag bei Dynamo Dresden vor. Wie gewohnt schotteten sich die 60er hinter Planen ab und trainierten geheim. Trainer Vito Pereira gab sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel kämpferisch. Wir müssen organisiert sein, wir müssen auch wissen, wann wir zu pressen haben, wann wir nicht, wann wir nach Balleroberung, wann wir schnell sein müssen, wann wir Ball halten sollen. Diese Momente sollen wir beherrschen, diese Umschaltmomente sollen wir in den Griff haben. Und natürlich auch die Torchancen verwerten wird auch natürlich ein sehr wichtiger Punkt sein, dass wir Torchancen erarbeiten. Das haben wir auch gezeigt, dass wir das können. Wir müssen jetzt nur die Chancen verwerten. Und auch die Stimmung im Stadion müssen wir auch, mit dieser Stimmung müssen wir auch klarkommen. Das wird eine sehr starke Stimmung sein. In der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Und 60 hat ja bewiesen, dass sie auch gewinnen können. Sie haben jetzt nur heute leider eine Pechsträhne. Und man muss einfach jetzt wieder Gas geben und zusammenwachsen. Ich bin ganz sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Über den Skandal um Braunschweigs Trainer Thorsten Lieberknecht, den er beim Duell mit der Eintracht vor einer Woche übel beleidigt haben soll, wollte er nicht sprechen. Also bei mir ist noch nichts angekommen, ich weiß von nichts. Aber wenn der Fall ist, dann bin ich bereit, alles aufzuklären. Hinterher reiste der Portugiese mit seiner Mannschaft nach Dresden. Sebastian Bönisch, der zuletzt gleich mehrfach spielentscheidende Fehler begangen hatte, muss zu Hause bleiben. Er wurde aus dem Kader gestrichen. In Dresden muss der Tabellen-16. Endlich zusehen, seine miese Chancenverwertung in den Griff zu bekommen. Denn sonst könnten im Tabellenkeller bald die Lichter ausgehen. Und ich sage immer, flach schießen, hoch gewinnen. Gell? Das ist mein Spruch. Die sportlichsten Bilder aus München. Unterstützt von Foto Video Sauter.